jetzt sind wir endlich, wie spät haben wir es? 13.15 Uhr sind wir unterwegs. Wir hatten noch ein kleines Manöver beim Zündschloss. Der Zündschloss steckte drin, aber wir konnten nicht starten. Keine Ahnung, hat sich wieder hingerüttelt mit ein bisschen Kraftaufwand. Und jetzt sind wir auf dem Weg zu Hermann unterwegs. Mit dem haben wir uns verabredet. Und gucken mal, wo die stehen und gucken, ob wir da irgendwie heute was zusammen machen irgendwie, oder ein Lagerfeuer oder was auch immer. Guckt euch das an. So kann es kommen hier bei den kleinen Brücken. Und dann stehst du da. Einmal eingebrochen. Keine Chance. Wir gucken uns das mal aus der Nähe an. Ist keiner mehr da. Sonst würde helfen. Ich könnte ihn ja anziehen. Von alleine kommt der hier nicht mehr raus. Also man darf den Brücken tatsächlich nicht wirklich vertrauen hier. Das ist echt gefährlich. So, Alter, wo fahren wir jetzt hin? Du sitzt auf meiner Hand. Wo fahren wir hin? So, und wer ist da? Wen treffen wir? Hermann unterwegs. Genau. Kennst du die Alte? Nee. So, jetzt treffen wir uns gleich im Nirgendwo, irgendwo in der Insel. irgendwo in der Wüste. So, hier wird lecker Abendbrot vorbereitet. Ja, genau. Heute gibt es Bratei aus der Pfanne, mitten in der Wüste. Oder sowas ähnlichem. Guck mal, ob ihr mich auch seht, wenn ich jetzt hier die Kamera mal tausche. Ja, guck, da ist er. Guck mal, hier stehen wir in lustrer Runde. Und da sieht man im Hintergrund das Licht. Das ist der Hermann von Hermann unterwegs, der grüne Iveco 1960. Wir sind jetzt hier mal in den Vulkankrater oder in einen Vulkankrater reingefahren. Und wenn man da hinten guckt, ich muss mal, sehe ich mit den Fingern hier schwierig auf dem Display, da irgendwo, da wo die Palmen stehen, diese kleine Ansammlung von Palmen, da ist unser Camp für die Nacht gewesen. Da standen wir mit Hermann unterwegs und Björn Overland und unseren Reisekollegen Martin und Petra. Sieht man wahrscheinlich auf dem Video jetzt nicht wirklich, weil das doch ein Ende weg ist. Aber es ist schon echt spannend hier. Ich drehe mal ein bisschen rum. Da unten sieht man Egon stehen. Direkt hinter der Einfahrt. Wir sind jetzt hier zu Fuß hochgegangen. Und hier im örtlichen Barbershop, den wir hier an der Straße gesehen haben, habe ich mir die Haare schneiden lassen und den Bart. Weil wir ja noch ein bisschen unterwegs sind und ich ja für euch auch gut aussehen möchte. Und das hat der Meister eigentlich ganz gut hinbekommen, muss ich sagen. Wir könnten jetzt sagen, wir sind fast in der Wüste. Also wenn man sich die, ich weiß nicht, ob man es auf dem Video jetzt sieht, da sind schon einige Dünen. So, wir bereiten uns jetzt gerade auf eine Tour durch die Sandwüste vor und deshalb müssen wir ein bisschen Luft ablassen. Und das machen wir jetzt gerade. Wir brauchen Jo dazu, weil der hat nämlich das richtige Equipment. Und jetzt lassen wir mal Luft ab.
wie viel lässt du denn ab? Ja? Auf wie viel lässt du denn ab? Ja, okay. Jetzt geht's los in die Wüste rein. So, jetzt haben wir uns hier ein bisschen eingefahren und der Kai ist maximal genervt gerade davon. Verständlicherweise, guck mal, das halbe Rad ist schon weg. Ja, gut, dass wir da hinten gewartet haben. Ja. Hier wird fleißig ausgebuddelt. Scheiße. Hier kommen auch schon alle gucken, aus dem Dorf von nebenan. Und der Souvenirladen ist auch da. So, die Hermans sind auch noch nicht ausgebuddelt. So, das ist jetzt extra für Sebastian. Guck mal, wir brauchen das erste Mal deine Sandblecher. So, also war eine super Idee, dass du uns die mitgegeben hast. Dankeschön. Ja! Ja, 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 ja! Woo! Yes! Oh, um sich gleich wieder einzubuddeln. Ah, na gut. So, zweiter Versuch. Aber mal gucken, ob er da durchkommt. Bitte, 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 bitte. Zieh, zieh, zieh! Scheiße! Schieben. Das sind Gewaltnäherwürfe, ne? Nee, keiner rückwärts. Ja, das sieht gut aus. Woo! Yeah! Großartig.